Da sind wir wieder bei Pepper 2, die Legende vom Eontor. Gumbrina fehlt hier irgendwo. Und gespeichert habe ich und wir betreten jetzt dieses Schloss. Diese Tür. Und steigen damit die Spukabtei nach oben. Heilen uns noch einmal kurz. Was sich dort oben wohl befinden wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr mystisch. Hey, was soll das? Wer wagt es, meine Ruhe zu zerstören? Das ist der Geist, von dem der Dorfvorsteher geredet hat? Nennt mich nicht Geist. Wollt ihr mich etwa herausfordern, oder was? Ihr kommt ungelegen, ich plane gerade meinen nächsten Streich. Verschwindet. Hört ihr schwer, warum verschwindet ihr nicht einfach? Oh ja, ich habe denen den Gefallen getan, sie in Schweine zu verwandeln. Nicht so aufbrausend, wieso hast du denn die Leute in Schweine verwandelt? Na, weil... Das ist doch langweilig, immer in dieser Finsternis zu leben. Also dachte ich, ich verschaffe denen mal ein spannendes Abenteuer. Da habe ich sie eben in Schweine verwandelt. Irgendwelche Einwände? Sicher, seid ihr hier, um euch zu beschweren. Gut, spielen wir ein wenig. Fragezeichen. Drücke im Passwort mit A. Jetzt hätte ich das noch nicht vorgelesen. Hä? Seltsam. Dieser Kerl steht gar nicht in meinem Verzeichnis. Ähnliche Monster werden hier zwar erwähnt, aber dieses Ding nicht. Was ist KP 40, Angriff 4, Verteidigung 0. Dieses Wesen kann wohl verschiedene Formen annehmen. Vielleicht hat es auch die Dorfbewohner verwandelt. Was für ein Monster. Oh ja, hat 40 KP genauso wie der Bu. Also greifen wir... Fragezeichen mal an. Sogar sehr erfolgreich. Oha. Oha, und jetzt kommt mein Angriff. Keine Gnade. Oh, ich zitter. Aber ob das der Endkampf dieses Kapitels ist? Wir greifen einfach mal weiter an und... Lass uns überraschen. Der ist viel zu einfach. Du bist ziemlich hartnäckig. Da muss ich mir etwas einfallen lassen. Weißt du, dass ich diese Dörfler in Schweine verwandeln konnte, zeigt wirklich nur einen Bruchteil meiner Zauberkunst. Das hier habe ich extra für dich reserviert. Nicht schlecht, oder? Was meine Zauberkraft so kann. Jetzt musst du gegen dich selbst kämpfen. Na, wie stellst du das an? Aua. Konnte ich nicht sein. 10 KP, 2, 4. Ja, das wird reichen, wenn ich gut abtime. Da muss ich keine BP mehr verbrauchen. Sowas schaffe ich natürlich wieder, ne? Ist mir noch nie passiert. Und ich habe das Spiel schon ein, zweimal durchgespielt. Und mehrmals angesehen. Haha, so was Dünnes. Nein, Dummes. Nur 20? Das ist, ob das der Endboss war. Er hatte auf jeden Fall das Sternjuwel. Du erhältst das Sternjuwel. Hä? Keine Nachricht? Okay. Kapitel Ende. Nach dem Sieg über den Geister Spukatai erhielt Mario das vierte Sternjuwel. Der Fluch war gebrochen und die Dörfler bekamen ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Der Tag, an dem Mario alle 7 Sternjuwelen besitzen würde, schien nahe zu sein. Frohen Mutes verließ Mario die Abtei und wandte sich der strahlenden Zukunft zu. Ja, speichern natürlich.
Oh Mann, große Klappe und nichts dahinter. Auf jeden Fall haben wir das Sternebier und sollten schleunig zurück ins Dorf. Und? Wir sind eine lila Gestalt. Wir spielen eine lila Gestalt. Oh mein Gott. Der Sessel ist merkwürdig. Ich habe das Gefühl, die Steuerung ist auch ein bisschen anders. Wir heißen auf jeden Fall noch Mario. Und haben auch noch unsere ganzen Sachen. Team haben wir nicht mehr. Items haben wir auch noch. Orden haben wir auch noch alles. Wir haben noch 3 OP. Bin ich dumm? Oh, ich scheine wirklich sehr dumm gewesen zu sein. Egal. Ich gebe die OP noch nicht aus. Dann spare ich einfach. Nee, warte. Egal. Gehen wir einfach mal den Turm hinunter. Da oben schien ja jetzt nichts gewesen zu sein. Wir müssen Gumbrina. Wenn wir der echte Mario sind, dann müssen wir unser Team wieder zur Vernunft bringen. Oder was auch immer. Heilen wir uns auf jeden Fall. Wir haben einen langen Weg vor uns, habe ich das Gefühl. Man muss sagen, das Spiel ist... Oh Mann. Das Kapitel ist nicht so wirklich lang, okay. Jehe, diesmal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Mit meiner Superbombe werden wir Mario im Nu schlagen. Oh ja. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hattest doch die Bombe gerade noch. Die wichtigen Sachen lässt du mich doch nie tragen. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest und nicht ich. Oder willst du etwas behaupten, ich hätte sie verloren? Aber... Egal, ich will nichts mehr darüber hören. Auf jeden Fall hast du sie hier irgendwo verloren. Und bis wir zurückkommen, wirst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was dir sonst blüht. Du wirst mich bestrafen? Du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberta, lassen wir diese alte Traumtüte hier. Verstanden. Das Kapitel ist nicht wirklich lang. Tatsächlich streckt es sich. Ist zwar eine interessante Idee, ich bin aber leider kein Fan davon, weil im Prinzip müssen wir jetzt hin und her laufen. Von der Spukabtei und wieder zum Dorf und wieder zurück. Ja, und deshalb finde ich, dass sich das so ein bisschen so in die Länge streckt. Besonders wenn die Gegner auch noch respawnen. Ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Auf jeden Fall müssen wir jetzt den Weg hier entlang. Und seit... Ach, die Susidus greifen an. Am besten greifen wir sie nicht an. Immerhin haben wir keine Partner. Und sind deshalb relativ schwach. Und sollten uns auch gar nicht erst mit denen anlegen. Wir müssen schnell Gumbrina und den Rest finden. Und sie davon überzeugen, dass wir falsch sind. Oh, ein Change bitte. Dass der Geist schlecht ist dass der Geist Mario ist und wir der richtige Mario. Gott, wieso kann ich nicht mehr reden? Nein, Goomba. Boah, war das knapp. Sind wir jetzt endlich da? Hey, hey, ich habe dich erwartet. Du bist Mario, oder? Ein schöner Name. Und ein schöner Körper. Deine Sprünge sind unvergleichlich. Außerdem scheinst du sehr beliebt zu sein. Du gefällst mir. Von nun an werde ich als Mario leben. Hast du es bemerkt? Ich habe deinen Namen und deinen Körper übernommen. Ich habe die Gabe, mich selbst und andere zu verwandeln. Aber Namen und Körper zu nehmen reicht nicht, um sich wirklich zu verwandeln. Der ursprüngliche Besitzer des Namens
und des Körpers muss ausgelöscht werden. Deshalb habe ich dich hier erwartet, um dich zu vernichten. Aber da es so einfach ist, dich einfach zu schlagen, gebe ich dir eine Chance. Wenn du rätst, wie ich heiße, gebe ich dir den Namen und Körper zurück. Was sagst du? Interessant, oder? Also, denk nach, wie heiße ich wohl? Du bist Basta. Du bist Bastard. Ist der Name okay? Ja. Daneben, was für eine groteske Idee. Ich werde dich auslöschen. Oh, und versuche es ja nicht. Versuche ja nicht zu fliehen, stand da, glaube ich. Okay, das kriegen wir hin. Wir benutzen erstmal einen normalen Sprung und oh mein Gott, als hätte ich es gewusst. Aber macht uns auch keinen Schaden. Ja, um ehrlich zu sein, um es kurz zu machen, wir können ihn nicht schaden. Er macht uns aber Schaden, was er eigentlich schaffen sollte. Nun ja, wir können auf jeden Fall ihn nicht bekämpfen und deswegen müssen wir fliehen. Das zweite Mal in diesem Let's Play. Feigling, einfach abzuhauen. Jetzt sind wir wieder hier im Dorf. Okay. Da scheint einiges abzugehen. Wir können auf jeden Fall wieder kaufen. Wer bist du denn? Was hast du? Ein Frau getan? Ein Missverständnis. Ein Missverständnis. Habe es hier erst gemerkt. Niemals, Schurke. Warum? Warum nur? Ich verstehe das nicht. Wirklich nicht. Ich erinnere mich nur noch, dass ich aus dieser Röhre gestiegen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diesen Laden gekommen bin. Aber ist es nicht egal? Diese Madame war wirklich Trescontial zu mir. Ich bin empört, dieses Schwein, das hier war gar nicht mein Mann, aber der ist eigentlich auch ganz attraktiv und jünger. Wie süß ist er, genau meine Kragenweite, aber Spaß beiseite. Tritt ein, mein Freund, willkommen im Düsterdorfer Laden, was möchtest du? Okay. Ich besorge die Sachen und meine Lady hier verkauft dann alles. Der Laden läuft, weil wir so ein gutes Team sind, also kauf, was du brauchst und verschwinde. Okay, ich dachte, der sagt noch was Bestimmtes. Die Mutter muss jetzt auch da sein, aber... Ach, ja, genau, die drei Schweine waren diese drei Toads. Wir treiben jetzt bereits die ganze Welt, bla 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 bla. Schweine sind eigentlich auch ganz süß, mir egal. Was soll ich nur tun? Hallo? Barbara. Ich weiß, dass du in irgendeiner anderen Version Vivian heißt, aber mir egal. Ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilde mich fürchterlich bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Okay. Suchen wir mal das Ding für sie. Vielleicht ist es hier irgendwo in den Gebüsch versteckt. Ein Sternsplitter. Na toll. Das finde ich natürlich. Einige Büsche werde ich jetzt gerade doppelt absuchen, einfach nur weil ich mir jetzt nicht sicher bin, welche ich durchsucht habe. Natürlich, in der ganzen. Eine Superbombe wird Barbara bestraft. Wird Barbara bestraft, wenn sie dieses Item nicht findet? Oh, du hast sie gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Was ist denn das? Die ist ja kaputt. Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brunhilde sie fallen gelassen hat. Was soll ich nur tun? Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für irgendetwas bestraft. Bombe reparieren oder trösten? Nein, wir trösten sie. Danke, es geht mir gleich ein bisschen besser. Aber was soll ich nur tun? Bestimmt kommen sie gleich zurück und dann... wie heißt sie eigentlich? Was? Ich verstehe dich nicht. Dein Name ist dir geraubt worden? Kann vorkommen. Was? Dein Name wurde geraubt? Was soll das denn bedeuten?
Dann bist du ja noch viel schlimmer dran als ich. Und trotzdem warst du so nett zu mir, so jemand wie du. Also gut, ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wiederzufinden. Aber nein, mach dir um mich keine Sorgen. Meine beiden Schwestern quälen mich sowieso nur. Und du warst so nett zu mir, ich möchte dir helfen. Oh yeah. Bitte, hihi. Barbara gehört zum Team. Barbara hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie wird mit Mario unsichtbar. Beide bleiben unbemerkt. Hä? Wo sind die nur? Drücke X und beide werden wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit dem Schattenhieb Feinde angreifen und anzünden. Mit Such mich werden beide unsichtbar und weichen zu dem gegnerischen Angriff aus. Zuerst müssen wir den Namen dieses Geistes herausfinden. Sehen wir also mal, was wir darüber in Erfahrung bringen können. Weißt du, vor den Menschen tun die Vögel so, als hätten sie von nichts eine Ahnung. Weit kommen sie überall herum und wissen über alles Bescheid. Mit mir kannst du all ihre Gespräche genau verstehen. Wenn wir die Vögel belauschen, erfahren wir bestimmt etwas, das uns weiterhilft. Also, lass mich dir mit meinen Kräften helfen. Ja, normalerweise würden diese Raben halt nur Kra-Kra sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel so machen. Kra-Kra. Ja, und im nächsten Part werden wir sie dann ein bisschen belauschen. Finde auf seine Besten. Tschüss.